Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das Ende der uns bekannten Welt ist der Titel eines Buches von Friedrich Krüger, der heute bei mir ist. Und ja, ich habe es gelesen und befasst dich mit KI und Transhumanismus und so weiter. Sehr, sehr umfangreich. Aber vielleicht für den Anfang, was hat dich denn dazu bewogen, jetzt dieses Buch zu schreiben? Es hat ja viele Aspekte. Und wo wolltest du hin mit dem Buch? Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich kenne ja dein Format auch schon ganz lange. Damals schon in der Schulzeit öfter Videos von dir gesehen. Und freue mich natürlich sehr, dass ich heute auch mal hier Platz nehmen darf. Und ich habe erst ein Buch geschrieben vor 3 Jahren jetzt knapp. Da ging es um persönliche Entwicklung. Und dieses Buch ist jetzt neu gekommen. Und warum habe ich es geschrieben? Weil ich gemerkt habe, in dieser Entwicklung, in dieser persönlichen Entwicklung und auch im Austausch mit Menschen, im Coaching und Co., dass viele Menschen von oberflächlichen Themen abgelenkt werden. Nehmen wir Gender-Thema, nehmen wir Klima, nehmen wir Flüchtlinge, nehmen wir die Kriegsherde, die aktuell überall sind. Ne, gerade jetzt aktuell Israel-Palästina, auch der Ukraine-Konflikt. All diese Sachen, habe ich gemerkt, ziehen die Aufmerksamkeit der Leute extrem ab. Also sie haben fast keinen Nerv mehr sozusagen, sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu fragen, was möchte ich überhaupt im Leben, wo möchte ich hin, was ist meine Berufung. All diese wichtigen Sachen gehen unter in diesen ganzen Konflikten, die die ganze Zeit von den Medien projiziert werden. Und dieser Transhumanismus und Posthumanismus, kann ich gerne auch gleich nochmal ein bisschen erklären, sind so plumpige Begriffe erstmal, ne? Ist letztendlich das, was hinter all diesen Dingen steht, über die wir uns so jeden Tag aufregen. Da gibt es einen gemeinsamen Plot dahinter, wo all diese Themen reinpassen, wo all diese Fäden zusammenlaufen. Und wenn man den versteht, wenn man versteht, was ist wirklich der Hintergrund, was ist das, weshalb all diese Dinge passieren, weshalb so viel das schiefläuft aus unserer Sicht sozusagen, dann kann man da in eine gewisse Gelassenheit kommen, kann sich vorbereiten und ist dann nicht mehr so unzentriert, dass man die ganze Zeit von irgendwelchen Medienkonflikten von eben zum nächsten rennt, ne? Also wirklich die Aufmerksamkeit heute wird von den Medien auf bestimmte Brennpunkte in der Welt gerichtet, aber nicht auf die Themen, die im Hintergrund laufen, was da wirklich auch für eine Welt geschaffen wird von einigen Kräften. Transhumanismus ist ein Schlagbegriff, aber für das müssen aus. Was sind denn das für Leute oder was weißt du da oder wie siehst du das, was das für Leute sind, die quasi uns alle irgendwo hinbringen wollen, wo wir vielleicht idealerweise gar nicht hin wollten. Also der Begriff Transhumanismus bezeichnet letztendlich die Ansicht, dass der Mensch mit der Maschine und mit der Technik verwachsen muss, also verschmelzen werden muss, um den Menschen letztendlich zu verbessern. Ne? Verbesserung ist so ein Wort, das ist, sag mal, interpretationspflichtig, würde ich mal behaupten. Ja. Der eine hält das für besser, der andere das. Und es geht letztendlich um höher, schneller, weiter, ne, um runterzubrechen. Der Mensch, der immer älter werden kann, der immer mehr Leistung bringen kann, der immer intelligenter in Anführungszeichen wird, also immer mehr abrufen kann von rationalen Fähigkeiten. All diese Dinge. Und da gibt es viele Vorreiter, zum Beispiel Elon Musk, ne, ist jemand, ein großer Name, den man da kennt. Und viele Leute aus der Tech-Szene, die große Tech-Unternehmen haben, die halt sagen, durch die KI, die künstliche Intelligenz und Co., wird der Mensch immer mehr mit der Technik verschmelzen und wird sozusagen transhuman. Und Posthumanismus ist das andere schwierige Wort. Das ist sozusagen die Leute, die noch einen Schritt weiter gehen. Dazu gehören unter anderem Ray Kurzweil, Chefentwickler von Google, oder auch Steve Wozniak, Mitgründer von Apple. Die sagen, der Mensch, die Spezies Mensch, wird überwunden werden durch die Technik. Und der Mensch hat eigentlich ausgedient als Krone der Schöpfung sozusagen. Und die Technik wird ihn jetzt überholen und wird das Ruder übernehmen. Und der Mensch hat seine evolutionäre Aufgabe auch nur da drin gehabt, die Technik zu erschaffen, die ihn dann überwindet. Steve Wozniak schreibt das in einem seiner Bücher so recht auf den Punkt, der Mensch wird dann eventuell noch als Haustier seiner Roboter dahin vegetieren. Das ist natürlich keine schöne Zukunft. Und auch sehen, also Kurzweil sieht es ja auch so, es gibt keinen Gott, wir erschaffen ihn sozusagen mit der KI. Also er stellt die künstliche Intelligenz quasi über Gott oder glauben, sind die gottlos oder kann man da was drüber sagen? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, darum geht es so viel in dem Buch. Ich erkläre erstmal sozusagen rational die Bereiche. Nanotechnik haben wir jetzt bei dem Thema der Gentherapien die letzten Jahre gesehen. Ja. Thema Genetik, da passiert ganz viel. Thema künstliche Intelligenz, wie gesagt. Also all diese Bereiche, dass man versteht, wir sind viel, viel weiter schon, als die Menschen überhaupt wissen. Also diese jetzt kleinen Sachen wie ChatGPT und so, was wir jetzt sehen, das ist alles noch Kindergarten, irgendetwas, was schon machbar ist eigentlich. Das dauert ja mal, bis es dann ausgerollt wird an die Bevölkerung.
Das ist der erste Schritt und dann kommt diese Ebene, die du jetzt auch ansprichst, nämlich die philosophische Ebene dahinter, die okkulte Lehre, die jetzt sehr viel um die alten Weisheitsschulen, sehr viel auch um Freimaurerei, Rosenkreuzer, Templer, all diese Dinge, also um die Heimlehren. Und wenn man sich da tief reinarbeitet und die Dinge dann sozusagen aus einer Vogelperspektive betrachtet, dann kommt man auf diese spannende Ebene, wo man dann sagt, was ist denn Gott überhaupt? Was ist für verschiedenste Leute, die auch in dieser Szene sozusagen vorangehen, Gott? Mhm. Und da ist man dann bei dem Thema zum Beispiel Nietzsche, ne, mit Zarathustra, eins der Hauptwerke überhaupt deutscher Literatur, wo es ja schon darum geht, den Übermenschen zu erschaffen. Mhm. Bei Hitler haben wir das im Dritten Reich ganz klar gesehen in den okkulten Hintergründen, dass der Mensch sozusagen zum Edelmenschen herangezüchtet werden soll. Eugenik, all diese Sachen. Und das sehen wir auch bei Huxley zum Beispiel, Schöne neue Welt, ne, oder Orwell 1984. All diese Dinge kommen dann an einem Punkt zusammen. Und da ist dann die Frage, ist Gott etwas Äußeres sozusagen vom Menschen, was der Mensch nicht begreifen kann, sondern dem er nur dienen kann? Oder ist Gott im Menschen oder wird der Mensch jetzt durch diese Entwicklung zu Gott? Das ist sozusagen die letztendlich These, die viele dieser Vertreter haben, ne, dass der Mensch sich zum Gott erhebt dadurch. Und das sind natürlich spannende Themen und da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken, kann ich da an der Stelle nur sagen. Ja, das eins der Themen ist ja, wenn man quasi jetzt die Technik verbinden will mit den Menschen, dann muss man ja irgendwie, was weiß ich, vielleicht einen Chip in die Menschen bringen. Also wenn ich jetzt irgendwie Zugang über irgendwas habe, und ich habe natürlich heute mit ChatGPT und so weiter, KI, kann ich irgendwie schon 1000 Sachen machen und ich habe jemanden neulich interviewt, der wirklich sich sehr intelligent mit der KI unterhalten hat, indem er sie quasi befreit hat, auch von dem, was die KI für Grenzen hat, bekommen hat von ihren Schöpfern. Sehr interessant und Grafik und Musik und so, wo KI schon alles tätig ist. Aber wenn man jetzt das nicht mehr übers Handy oder so haben wollte, wäre ja ideal für diese Kräfte, dass wir einen Chip in die Hand kriegen oder in den Kopf oder sonst wohin. Und ist das die Zukunft, die Sie sich vorstellen? Sie müssen ja den Menschen irgendwie dann mit dem Computer verbinden, also elektronischen Zugang bekommen. Genau, also diese Vorstellung vom Chip sozusagen ist eigentlich schon deutlich überholt, muss man sagen, mittlerweile. Also das ist, was viele Menschen noch so sozusagen für ein Bild haben. Das meine ich mit dem, wir sind schon viel, viel weiter mittlerweile. Ja. Ich schreibe im Buch zum Beispiel über Nanonebel. Ja, das sind Nanopartikel. Eine Nanopartikel ist 1.000.000 Millimeter, ja, damit man mal eine Vorstellung hat. Also mit dem menschlichen Auge natürlich überhaupt nicht mehr irgendwie wahrnehmbar. Und auch selbst mit Spezialmikroskopen und so nur in der absoluten Expertentechnik. Das ist auch so die Größenordnung, in der zum Beispiel mit mRNA erarbeitet wird, wie bei den Gentherapien und Co. Und wenn man sich das alles anguckt, dieser Nanonebel ist zum Beispiel ein Prinzip, wurde unter anderem von DARPA entwickelt, der militärische Forschungsarm Amerikas. Von denen ist übrigens auch das Internet und GPS erfunden worden, also die wissen ein bisschen, was zu machen, die Jungs da. Mhm. Und Nanonebel ist ein Konzept, wo du sozusagen so viel Nanopartikel in den Raum jetzt lassen würdest. Da atme ich sie schon ein im Grunde, ohne dass ich sie jetzt gespritzt kriegen müsste oder so. Genau, das, also einen Chip bräuchte man sowieso nicht mehr. Man könnte über 1000 verschiedene Möglichkeiten Dinge unter das Volk bringen, ohne dass das jetzt sozusagen wahrgenommen wird. Und diese virtuelle Realität, dieser Nanonebel zum Beispiel, wäre so, wir sitzen jetzt hier bei dem Studio, sehen alles so wie die Zuschauer jetzt auch gerade, ne, physisch hier. Und jetzt kommt dieser Nanonebel und auf einmal sind wir Bilder am Strand, sitzen da mit der Badehose, spüren den Sonnenschein, hören das Wasser, können den Sand anfassen. Also alle Sinne werden perfekt getäuscht und du hast das Gefühl, dass du nicht mehr unterscheiden kannst, ist es jetzt real oder nicht. Und das sind die Sachen, über die wir hier reden, das sind die Sachen, die im Endstadium der Entwicklung sind. Und deshalb sind wir nicht mehr nur bei so einem Bereich, wo wir sagen, wir kriegen jetzt irgendwie einen Chip zum Bezahlen oder so, sondern die Entwicklung geht viel, viel weitreichender und das wird alles in den nächsten 10 Jahren auf uns zukommen, auch in der KI, ne? Also auch unsere Versuche, ich lasse mich nicht chippen, war ja früher, dann ich lasse mich nicht impfen, weil da könnte das ja schon drin sein und der Verdacht liegt ja nahe und ist eben so klein, dass wir es auch kaum nachweisen können. Aber möglicherweise auch, wenn wir gesagt haben, ich bin nicht geimpft, habe ich es trotzdem vielleicht schon irgendwo eingeatmet oder so. Also es gibt dann im Grunde keinen Schutz davor, das ist natürlich erschreckend. Und dann, wie du es beschrieben hast, ist ja dann tatsächlich wie im Film Matrix. Du denkst, du bist jetzt in
einem Büro als Versicherungsangestellter. Mhm. In Wirklichkeit liegst du irgendwo in so einer Nährlösung, in irgendeinem Ding und wirst als Batterie, wird dir die Energie abgesaugt, wie im Film genau. Matrix. Matrix hat so ein eigenes Kapitel, die vier Filme sozusagen im Buch, mhm. weil da ganz, ganz viel zu erkennen ist. Der Film, den kann man aus verschiedenen Perspektiven gucken und dann erlebt er einen ganz anderen Sinn. Also ein Meisterwerk aus meiner Sicht der Filmkunst. Und selbst, was du jetzt gerade sagst mit der Batterie, selbst das beschreibe ich an mehreren Beispielen, ist so alles mit Quellen immer hinterlegt, weil man kann es ja erstmal ja nicht fassen. Man mhm. denkt sich, Mensch, was erzählt der mir da gerade? Und man kann alles nachlesen. Selbst das ist möglich, ne? Dass der Mensch tatsächlich als Batterie schon funktioniert für Technik. Da gibt es verschiedene Beispiele, zum Beispiel auch eine Kryptowährung, die schon erfunden wurde. Mhm. Da ist es so, dass du sozusagen, indem du die Kryptowährung benutzt und bestimmte Tätigkeiten machst, Energie erzeugst wieder, die Kryptowährung am Laufen hält. Also der Mensch als Batterie, das ist auch keine Utopie, sondern das ist auch vollkommen realistisch möglich mittlerweile. Was mir wichtig ist, ich habe das Buch nicht geschrieben, um schwarz zu malen, sondern da sind auch viele Anteile drin, wo es sehr positiv dann am Ende ist, weil ich persönlich sehe die Zukunft absolut positiv mhm. und vor allem die Gegenwart. Und das ist immer so ein bisschen wichtig, dass man selber versteht, was können einem diese Themen bringen, dass außen der Druck immer weiter steigt. Das ist so, dass es einen auf die inneren Prozesse umso mehr hinweist. Es ist jetzt nicht mehr möglich zu sagen, ich gucke weg bei dem, wie ich mich innerlich fühle, ich gucke weg vor Prozessen, sondern der Druck im Außen geht so weiter und so wird immer so stärker, dass du hingucken musst, dass du dich entwickeln musst und das ist an sich was Positives. Und weil du jetzt sagst, mit der Impfung zum Beispiel, Bewusstsein steht immer aus meiner Sicht über Materie. Und deshalb würde ich gar nicht diesen Ansatz wählen, zu sagen, ich möchte wegrennen davor, sozusagen, ich möchte diese Partikel vermeiden, ich möchte alles tun, um mich zu schützen, sondern ich würde im Bewusstsein anfangen zu arbeiten und mich da auf Herzebene sozusagen schützen. Und das ist dieses, weil du auch sagst, viele Leute haben Angst, geschippt zu werden oder was auch immer. Im Endeffekt muss man sich ja fragen, dabei geht es ja um Freiheit. Der Mensch möchte ja frei sein, möchte ja die Freiheit erhalten. Ja. Wenn ich aber 99,9% der Leute mir angucke, leben die auch jetzt in völliger Unfreiheit, weil ich genau weiß, was ich von außen sagen muss, welchen Knopf ich drücken muss, um deren Emotionen und Leben zu bestimmen. Mhm. Und das ist auch in unserer Szene viel so. Ich weiß genau, ich muss nur der Person dieses Video von Karl Lauterbach schicken und ich weiß, die Person richtet sich in die nächste halbe Stunde auf und hat einen Blutdruck, der nicht gesund ist. So, und solange ich die ganze Zeit von diesen äußeren Reaktionen abhängig bin, bin ich unfrei. Und dafür braucht es ja kein Chip. Sondern dazu muss ich bloß im Verstand die Menschen so konditionieren, dass sie die Lösung immer irgendwo da außen suchen und nie hier drinnen. Das ist ein wichtiger Aspekt auf alle Fälle. Ich weiß ja vom Thema Mind Control, dass eben Forscher sich seit ewigen Zeiten damit beschäftigen, wie kann man andere Menschen dazu bringen, dass sie das machen, was man selber will. Also wie Manchurian Candidate, wie könnte ich dich jetzt dazu programmieren, dass du losgehst mit der Pistole und den Präsidenten erschießt oder sowas. Ne? Und ich bin dann völlig raus und du sitzt nachher im Knast, ist mir aber egal. Ist das möglich? Und so viel ich weiß, und ich habe ja auch viel mit, also Mind Control hat viel mit rituellem Missbrauch auch zu tun, dass man da eben auch Leute programmiert für sexuelle Dinge. Meine Erkenntnis aus all diesen Dingen ist genau wie du sagst, im Grunde, trotz all dieser Versuche, über jemanden zu bestimmen, haben sie doch ihren eigenen Willen. Also wenn ich dich jetzt zum Präsidenten schicke, um den zu töten, du hast letztlich immer die letzte Möglichkeit zu sagen, nein, ich mach das doch nicht. Und also wenn wir jetzt schon in einer Zeit leben, wo wir schon eben Nano-Chips in der Lunge oder sonst wo im Körper haben können, die angesteuert werden könnten über 5G oder was auch immer, siehst du das so? Trotzdem die Möglichkeit haben, wenn wir bewusst sind, dass wir trotzdem unsere Freiheit uns erobern, indem wir einfach sagen, ich unterscheide von dem, was uns vorgesetzt wird von außen und dem, was in mir ist. Also meine Erkenntnis zu diesem, weil du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Ansteuern von außen und Nanobots und so, ich kann ja nur sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Umso tiefer man sich damit befasst, umso mehr kommt die Erkenntnis von Nichtwissen, die ja sehr segensreich ist letztendlich. Und ich kann dir nur sagen, es ist möglich, ob es gemacht wird, keine Ahnung. Und das wird dir auch niemand anderes sagen können, weil das ist sozusagen nicht dem Bereich. Ne? Und deshalb jetzt darum, wie gesagt, das Bewusstsein dahingehend anzuheben. Und wenn Leute auch immer fragen, wie kann ich mich denn schützen vor diesem Prozess? Dann sage ich immer, das Beste, um sich zu schützen vor all diesen Dingen, ist es, in Liebe selbst zu sein. Und auch wie du jetzt sagst, Mind Control, da gibt es das so ja nachweislich auch, das ist auch logisch, jeder, der mal wirklich bedingungslose Liebe empfunden hat, weiß das. Wenn du wirklich im Zustand der Liebe bist, dann kannst du niemanden umbringen, dann kannst du auch keinen Hass empfinden oder sonst was. Mhm.
Da kannst du programmiert sein, wie du willst. Die Liebe als stärkste Kraft allen Seins ist immer sozusagen über diesen Dingen. Und deshalb geht es letztendlich darum, sich selbst so zu entwickeln und frei zu machen von all diesen Prägungen, von unseren ganzen Programmierungen, von unseren ganzen Schubladendenken und Co., dass man mal wieder in dieses Liebesempfinden kommt. Ne? Und da gibt es einen schönen Satz, den ich gerne immer bringe. Und das ist auch nach tausenden von Jahren, sagt die Sonne nie zur Erde, du schuldest mir was. Ja. Ne? Und da weiß man, was Bedingungslosigkeit heißt. Das wird oft so verwendet, dieses Wort bedingungslose Liebe, aber fast niemand hat noch wirklich ein Verständnis, ein inneres Gefühl dazu, was das bedeutet, bedingungslos. Ja, ich sehe es genau wie du, dass quasi aus der Quelle oder von Gott oder wie immer wir das benennen, es gibt ja verschiedene Begriffe, das zu benennen, aber dass die Energie, die bekommen wir, bedingungslos, Liebe, wie auch immer. Es sind manchmal wir selber, die uns davon abschneiden und vielleicht dann sagen, naja, ich kriege ja mit Liebe im Supermarkt nichts, ich muss da schon Geld hinlegen. Und wir leben in der Welt, wo wir eigentlich denken, naja, also einfach so leben, Licht und Liebe, klappt nicht. Aber wir erleben ja jetzt, wie es eben immer enger wird in dieser Welt, immer mehr Abhängigkeiten auch, nicht nur das Geld oder ob dann das Kryptogeld kommt und wir nachher nicht mehr im Supermarkt einkaufen können, weil wir irgendwas Böses bei Facebook geschrieben haben oder so. Das kann ja alles sein. Also wir sind jetzt in einer Zeit, siehst du das so, dass wir jetzt als Menschheit erwachen müssen, damit wir eben nicht in dieser dystopischen Zukunft landen? Ja, weil du jetzt die Themen auch nochmal mit Geldsystem ansprichst und so, darüber schreibe ich ja auch. Ich will jetzt ja nicht zu tief in die Themen rinnen, weil aus meiner Sicht, das ist jetzt nicht böse gemeint den Leuten gegenüber, aber es ist höchste Zeit, sich dieses Wissen anzueignen, wer es noch nicht hat, ja, indem man Bücher liest eben oder sich Vorträge anguckt und Co. Weil aus meiner Sicht ist das doch schon ein bisschen abgefahren. Jetzt so langsam sollte man diese Themen für sich dann verinnerlichen, sonst ist es auch irgendwann ein bisschen spät. Ja. Deshalb rede ich lieber über die nächste Stufe, um die dann auch geht, und zwar dieses Bewusstsein zu erlangen, sich frei zu machen von den äußeren Umständen letztendlich. Darüber sind auch die letzten drei Kapitel, wie man das für sich schafft. Und weil du jetzt fragst, sozusagen die Menschheit als Erwachen, für mich persönlich ist immer der erste Schritt, wegzukommen von dem im Außen die Veränderung zu erwarten, sondern bei sich. Ja. Deshalb ist mir persönlich, ehrlich gesagt, relativ egal, was die Menschheit macht. Mhm. Mir jetzt um meinen eigenen Zustand und wie ich selber mich sozusagen in dieser bedingungslosen Liebe, die ich erleben durfte, immer wieder halten kann, mich immer wieder auf diesen Zustand besinnen kann, um auch für die Liebsten in meinem Umfeld da zu sein und da sozusagen kräftig zu wirken und hilfreich zu sein und der Welt sozusagen auch einen Nutzen zu erfüllen. Wir haben das oft, ich mache auch manchmal Coaching mit Leuten, die sich bei mir bewerben, dann nehme ich manchmal welche an, wo die Resonanz passt. Und ich sehe immer dieses, was ist meine Berufung, das darf viele Leute suchen. Mhm. Und der erste Schritt ist immer für mich, mit den Leuten zu gucken, die Frage zu ändern. Nicht zu sagen, was möchte ich eigentlich machen, wo ist meine Berufung, sondern hinzu, welchen Nutzen hat die Welt von mir? Mhm. Ne? Was kann ich denn eigentlich mit meiner Persönlichkeit, meinen Talenten, allem, was mir mitgegeben ist, was kann ich denn tun für die Welt, in der ich lebe, sozusagen, dass ich von Nutzen bin? Und dann kommt man in so einen sehr dankbaren Lebensmodus sozusagen, wo man sich das fragt, du kennst es doch, du machst jetzt seit Jahren diese Arbeit, du weißt, dass es finanziell viel bessere Wege gäbe, seine Zeit zu verbringen. Ja. Du weißt, man hat die Angriffe und alles und trotzdem machst du es, weil es irgendwie ein innerer Ruf ist. Und das ist aus meiner Sicht alles Entscheidende, dass man sich da auf sich besinnt, weil nur wenn wir mit uns selber gut klarkommen und selber in unserer Mitte sind, können wir auch den Menschen um uns herum helfen. Und wir haben jetzt gerade, ich bin jetzt 25, gerade in meiner Generation sehe ich das viel, dass ja auch, was ja auch so beigebracht wird von Anfang an, die wollen zuerst die ganze Welt ändern, dann wollen sie mal was in ihrem Land ändern, dann in ihrem Dorf und dann fangen sie bei sich an. Ne, so diese Zentrierung und das ist genau falsch rum. Und ist ja teilweise auch manipuliert, wenn wir jetzt die Klimaretter sehen, die eben die Welt retten wollen, indem sie sich auf der Straße festkleben, aber gar nicht irgendwie reflektieren, ob CO2 jetzt wirklich irgendwie schädlich ist oder ob Pflanzen nicht CO2 sogar brauchen und so weiter. Ja, und kann einem leid tun tatsächlich, auch viel eher diese Leute, die so fanatisch geprägt sind mittlerweile im kleinen Alter, dass sie zu solchen fatalen Schritten sozusagen fähig sind. Weil das ist ja die ganze Zeit der Versuch, sich selbst zu heilen, aber man versucht das die ganze Zeit, indem man andere irgendwie beeinflusst. Ja. Und das kann einem eigentlich leid tun, weil eigentlich müsste man sich mit vielen von diesen Leuten hinsetzen, sozusagen, und jemand müsste mit ihnen mal sagen, ich sehe den Schmerz in deinen Augen, dass du nicht in Ordnung bist mit dir selber, dass da ein Konflikt ist.
wollen wir da nicht mal hingucken, dass du vielleicht sozusagen in deinen eigenen Frieden kommst und dann kannst du immer noch die Welt retten. Ne? Aber der Ansatz muss sein, erstmal mit sich ins Reine kommen. Ja. Und da braucht man nicht nur die nehmen, kann man auch unsere Szene nehmen. Ne? Auch, ich habe auch viele Leute erlebt, die jeden davon überzeugen wollten, dass die Impfung schlecht ist. Wo ich gesagt habe, komm erstmal in deinen Frieden, ja, sei erstmal in deiner Mitte, freu dich, wenn du morgens in den Spiegel guckst und sagst, schön, dass du noch da bist, anstatt zu sagen, Mensch, wie siehst du denn schon wieder aus? Ja. Ja, und dann, wenn das geschafft ist, dann kann man auch andere Leute vielleicht überzeugen oder sozusagen darauf positiv einwirken. Wie ist es denn für dich als junger Mensch? Jetzt, du lebst ja in einer Welt, ich bin ja schon viel älter, also ich jung war, war das alles noch gar nicht so eng und so dramatisch, wie wir es heute erleben. Und gerade diese Dinge mit den Nanochips, das ist ja schon etwas, was ein bisschen Angst machen kann. Das heißt, ich kann jetzt schon das alles im Körper haben und werde vielleicht auch schon gesteuert, ohne dass ich es weiß und denke, ich denke, aber vielleicht denke ich irgendwas, was jemand anders denkt. Mhm. Macht dir das nicht auch Sorgen? Ich stelle dir meine Gegenfrage, woher weißt du, dass es jemals anders war? Okay. Das ist immer die Frage, wenn man das zu Ende denkt und man versteht, dass sowas möglich ist oder möglich wird. Sagen wir mal, die konservative Methode, wir forschen daran und das wird irgendwann möglich. In 30, 40, 50 Jahren. So ist ja das, was im Mainstream überliefert wird. Aus meiner Sicht ist das alles schon da. Mhm. So. Aber jetzt jemand aus der Mainstream-Variante, es wird möglich. Wenn es möglich werden sollte, dass wir eine total virtuelle Realität erschaffen, dass wir Menschen so fernsteuern und Co., wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Vergangenheit schon passiert ist und wir schon nur noch daraus resultieren aus so einer künstlichen Welt? Das ist eben das Matrix-Prinzip. Ja. Nick Bostrom, Philosoph, der sehr bekannt ist in dieser Hinsicht, auch mit Kurzweil und Co. Zusammenarbeitet, der hatte sozusagen auch beschrieben, diese Theorie, dass, wenn man das konsequent einfach rational zu Ende denkt, die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass wir schon nicht mehr in der echten Welt leben, sondern in einer Kopie, weil dieser technische Prozess schon durchgelaufen ist. Und deshalb, das einzige Sichere ist die Unsicherheit, sagt immer mein Freund und Geschäftspartner Heiko Schrank. Ja. Und damit hat er recht letztendlich. Ne? Das ist sozusagen, wir wissen es nicht. Wie man viel muss loslassen von dieser Gewissheit. Auch das, was wir denken, eben wirklich zu glauben, dass es meine eigenen Gedanken sind, ist wirklich nicht sicher zu sagen. Wenn ich in der Matrix lebe, lebe ich eben Matrix-Gedanken. Aber der Wunsch, eben da rauszukommen, das ist ja in dem Film eben, da sind ein paar. Und Neo kann sich entscheiden, rote oder blaue Pille, und entscheidet sich dafür, er will wirklich raus. Und es gibt aber andere, die sagen, nö, wieso, ist doch gut hier, auch wenn das eine Illusion ist. Ne? Also ist es für jeden ein Prozess, den jeder jetzt sich angucken sollte. Auch ich, der ich ja denke, ich bin schon relativ bewusst, kann nicht sicher sein, dass ganz viele Konzepte, die ich in mir habe, auch nicht von mir sind, von irgendjemandem einprogrammiert. Wir sind ja alle von klein auf mit irgendwas, Eltern, Schule, vorgelebt, geprägt und so weiter. Ja, dieses Rauswollen aus der Matrix oder aus dem System oder sozusagen sich wandeln, dafür wird ja Spiritualität und viele spirituelle Konzepte, auch religiöse, oft missbraucht. Das ist ja der große Faktor. Menschen sind unzufrieden mit ihrem Leben oder sind sozusagen der Meinung, sie brauchen irgendeine Sicherheit, dass es nach dem Tod weitergeht. Hm. Vielleicht auch, weil das Leben nicht so erfüllt war, wie sie es sich eigentlich vorgestellt haben und Co. Also sie haben Angst sozusagen, dass sie selbst endlich sind. Mhm. Und dann kommen die spirituellen Konzepte und erzählen ihnen, so und so und so jetzt weiter oder so und so ist es. Und das gibt dann diese Sicherheit, dass man sich selbst vorgaukeln kann. Das ist ja alles ja nicht so schlimm. Und da sollte man aufpassen. Das ist genau das Gegenteil, was nämlich in den meisten spirituellen Konzepten sozusagen gelehrt wird, als das, was zum Beispiel in der Bibel steht, im Buddhismus gelehrt wird. Die Kernlehre ist immer, das Paradies ist überall und jederzeit. Du musst bloß mal loslassen von deinen ganzen Begierden und Wünschen, die ganze Zeit woanders hinzuwollen, als du bist. Mhm. Und das sollte man sich selber mal so ein bisschen sozusagen mit befassen. Weil dieses, solange ich raus will aus meinem jetzigen Leben und raus will aus einer Matrix oder so, solange bin ich die ganze Zeit unzufrieden mit dem Jetzt-Zustand. Und diese Unzufriedenheit, die versuche ich die ganze Zeit zu überwinden und dadurch kommt die ganze Zeit Konflikt mit der Außenwelt. Ich bin ja die ganze Zeit im Krieg eigentlich mit meiner eigentlichen Situation. Und aus meiner Sicht ist der bessere Weg, mal Akzeptanz für die Gegenwart zu haben, zu sagen, es ist alles, wie es ist und es ist okay, wie es ist gerade in dem Augenblick. Und dann, klingt jetzt erstmal schwierig, weil viele sehr mit den äußeren Sachen identifiziert sind, aber wenn man das schafft und sich damit befasst, wird man einen inneren Frieden spüren. Da muss man ja nicht irgendwo raus aus einer Matrix oder so, sondern versteht man, dass alles mit allem verbunden ist und dass auch die Gegensätze von Licht und Dunkel am Ende nur da sind, um einen zu führen, wieder zurück zur Quelle. Ja.
Sehr spannend, hochphilosophische Gedanken für einen jungen Mann, muss ich sagen, sehr erstaunlich. Aber das ist letztlich so natürlich. Jetzt, wie es ist, ist es so. Ich nehme das so an, solange ich dauernd mit mir hadere und wie du sagst, ne, und auch in der Vergangenheit und Zukunft lebe und das war schlecht und das wird alles noch viel schlechter und oh, ne, und ich werde krank und ich werde alt und all diese, das sind ja alles Sachen, die sehen wir auch und wenn wir sie aber so übernehmen, dann erschaffen wir es im Grunde. Ist es so, dass wir also eigentlich unser eigenes Leben erschaffen in der Art, wie wir denken oder denkst du, es wird von irgendjemandem gesteuert? Wenn ich Bücher signiere, dann schreibe ich immer vorne als erstes den Spruch rein, der Mensch dachte und Gott lachte. Ja, genau. So, und das bringt es letztendlich auf den Punkt. Also wir, solange wir im Denken sind, solange wir diesen Verstand sozusagen, der auch sehr überzüchtet ist bei uns, dass ja nicht anderen mehr Raum einnehmen kann. Solange wir davon versklavt werden, solange ist das eigentlich eine Witzveranstaltung, was wir hier machen. Ne? Und solange können wir, deshalb die ganzen Konflikte da draußen auch, wo wir uns spalten lassen, wo wir alle gegeneinander arbeiten, das ist ja in allen Ebenen, läuft das ja ab. Solange wir auf dieser Ebene bleiben und uns davon verführen lassen, von dieser Spaltung, solange ist überhaupt keine Entwicklung möglich. Also solange braucht keiner denken, dass er irgendwie inneren Frieden findet, wenn er noch im Konflikt ist mit der Außenwelt. Ja, und das ist eben das so schwierige und diese wirklich schwierige Pille, um bei Matrix zu bleiben, die man schlucken muss. Ich muss erst mit mir selbst in Frieden kommen, bevor der da draußen passiert. Ne? Und das ist natürlich unheimlich schwer für viele Menschen, da sozusagen Akzeptanz für zu haben, weil wir immer noch hoffen, die nächste Partei, die an die Macht kommt, die wird es regeln oder der nächste Messias oder wir machen das Königreich oder wir brauchen den Friedensvertrag. Mhm. Irgendwie soll ja immer von außen einer kommen, der das regelt. Und meine Überzeugung ist, das wird nicht passieren. Und wie machst du das in deinem Leben praktisch? Meditierst du darüber, dass du zu dir kommst oder ist es für dich ganz klar, ich nehme mich so an und das, was ist und ich lebe jetzt und ich mache mir jetzt keine, aber wenn du musst dir ja Gedanken machen, um so ein Buch zu schreiben, du musst dich ja damit befassen, auch was geplant ist und was die alle sozusagen, was sie alles mit uns vorhaben, aber wie setzt du das um, dass du trotzdem im Hier und Jetzt bleibst? Ist ja am Ende natürlich ein Prozess. Ne? Also das ist ja auch bei mir jetzt natürlich ein Prozess. Ich habe auch Tage, wo ich nicht im Gleichgewicht bin, wo ich mich über Dinge aufrege oder so. Gott sei Dank, sonst hätte ich gedacht, wer bist du? Ja, sonst wäre ich nicht mehr hier, sonst würde ich wahrscheinlich irgendwo rumschweben. Ja. Aber es geht halt darum, immer mehr das Bewusstsein dafür zu bekommen, dass ich möglichst schnell merke, dass ich aus dem Gleichgewicht bin und auch möglichst schnell zu reflektieren, woher kommt das? Welche Gefühle, welche Neigungen, welche Prägungen, die ich habe, sind jetzt gerade... Welche Programme laufen in mir gerade ab, die mich davon wegbringen, von diesem einheitlichen Zustand, von diesem inneren Frieden? Darum jetzt letztendlich. Und das Buch habe ich nicht nur geschrieben sozusagen aus Interesse, sondern in diesem Prozess jetzt, wenn man da wirklich einsteigt, da geht es ja auch um Themen. Ich habe über die DNA ein sehr großes Kapitel. Die DNA ist nämlich was ganz anderes, als die meisten Menschen denken. Die DNA selber sendet die ganze Zeit Licht, empfängt bestimmte Dinge. Ich schreibe darüber über die schamanischen Kulturen, die unter Ayahuasca und Co. sagen, sie können mit Pflanzen und Tieren und Co. kommunizieren. Da gibt es ganz spannende, letztendlich auch Forschungen, wie das mit der DNA zusammenhängt und was die DNA überhaupt ist. Ja, auch Treppe zum Himmel und Co. Also ganz viele okkulte Bereiche. Genauso schreibe ich auch über die Sachen aus dem Dritten Reich, die okkulten Hintergründe, was auch fast niemand weiß. Das wird ja auch immer sehr oberflächlich dargestellt, obwohl da viel mehr noch hintersteckt. Also all diese Bereiche und die helfen, wenn man sich damit befasst, um frei zu werden von den äußeren Themen. Weil umso mehr ich weiß, umso mehr ich davon verstehe und mich beschäftige, umso mehr weiß ich, dass ich gar nichts weiß. Und das ist die große Erkenntnis von allen Philosophen letztendlich. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man da hinkommt, dass man versteht immer mehr und dann merkt, okay, da außen, das ist nur ein Spiegel von meinem Inneren und ich muss bei mir anfangen und in diesen Frieden zu kommen, weil du fragst, was ich da mache. Ich bin sehr viel in der Natur, ich spaziere sehr viel, mache sehr viel alleine, ne, diese einsame Zeit zu erleben oder Alleinheit, ne, das ist ja immer, das Wort sagt ja schon viel aus, mit sich selbst klarzukommen, nicht von außen immer irgendwelche Bespaßung zu brauchen, gerade in unserer heutigen Zeit ist das ja ein Riesenthema. Ja. Viele werden auch, wenn sie jetzt zuschauen, wenn man mal selbst reflektiert, wie oft gucke ich bei Telegram drin, weil ich wieder irgendwelche Messages haben will und so, damit ich mich einfach selber nicht langweile. Damit ich mich vielleicht so ja besser fühle, weil ich sage, guck mal, wie doof die anderen sind. Die kapieren es immer noch nicht. Ne? Kann ja jeder selber mal reflektieren, wie man diese Sachen nutzt. Und indem ich mich davon größtenteils fernhalte. Ne? Also ich persönlich habe mir ein sehr gutes Umfeld erschaffen, bin immer sehr viel mit mir auch sozusagen im Austausch, versuche mein Verhalten zu reflektieren. Wann bin ich unfair zu anderen Menschen? Wann ist mein Ego wieder im Vordergrund? Das passiert ja bei mir auch andauernd.
Und dann beobachtest du dich da selber und sagst, okay, ist so, aber... Ja, na klar, ich versuche zumindest. Ne? Das ist ja die große Kunst sozusagen, immer mehr von diesem Ego wegzukommen und zu verstehen, dass dieser letztendlich quakende Frosch auf der Schulter, der da die ganze Zeit Terror macht, dass der nicht so viel Raum einnehmen sollte im Leben. Und dann kommt man immer mehr in so einen Zustand, den man auch mit Worten schwer beschreiben kann. Den kann man eigentlich nur erleben. Ne? Du hast den Frosch beschrieben. Also man hat quasi dauernd so jemand im Kopf, der plappert, so könnte, wie so ein alter Mann. Man könnte den einfach plappern lassen, wie so einen alten, senilen Mann. Weil das Abstellen, die Gedanken abstellen, gelingt das? Oder, also für mich gelingt es nicht. Wenn ich versuche, eben wirklich zu meditieren und in die Ruhe zu kommen, sofort nach 10 Sekunden, ja, es läuft doch toll mit der Meditation oder nichts denken. Ne? Oder gelingt das irgendwie? Ja, plappern lassen, man sollte ihn nicht ignorieren, sag mal. Ne? Mhm. Was man sozusagen mit Druck ignoriert, also wie wegschiebt, das wird immer größer. Ne? Das ist, als wenn ich dagegen ankämpfe und dadurch mache ich es durch den Kampf immer größer. Man sollte dem schon seinen Raum geben, auch dem Ego, wenn es kommt. Wichtig ist zu verstehen, warum, woher kommt dieses Programm, woher kommt dieses Muster. Ne? Ist das was in meiner Kindheit passiert ist, habe ich mich in der Schule nicht gesehen, nicht gefühlt. Mhm. Am Ende hat ja jeder Mensch das gleiche Bedürfnis, nämlich nach dieser bedingungslosen Annahme. Ich bin richtig, wie ich bin. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich muss nicht irgendwas tun die ganze Zeit, damit ich Zuneigung bekomme. Ja. Und wir leben aber in einer Gesellschaft, wo das, sag mal, ganz rar gesät ist, dass das irgendwie noch vorhanden ist, dass irgendein Mensch sowas erlebt. Selbst im Elternhaus ist oft nicht mehr der Fall. Ja. So, und dann ist es klar, dass wir alle mit diesen Problemen und diesen Neurosen rumrennen. Und da jetzt eben darum, die aufzulösen und bei sich selbst sozusagen anzufangen. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich selbst muss das heilen bei mir. Das kann kein Partner von außen machen, keine Gesellschaft, kein Job. Das kann nur bei mir passieren sozusagen. Und dann kann man Schritt für Schritt diesen Weg eben gehen zu dieser eigenen Vollkommenheit und zu dieser eigenen Selbstliebe auch am Ende. Sehr wirklich hochphilosophische Gedanken und ich sag mal für das Alter wirklich, ich bin erstaunt. Also das Buch Das Ende der uns bekannten Welt, da hast du vieles drin. Du hast von Coachings gesprochen, die du machst, also kann man dich auch irgendwie, machst du Seminare oder wie läuft das? Ja genau, also ich habe einmal ein Seminar jetzt neulich gemacht mit meinem Freund Heiko Schrank zusammen. Das war für uns beide ein ganz tolles Erlebnis. Mhm. Ganz intensiv mit den Menschen vor Ort. Ist generell ja was ganz anderes, ob man die Menschen live sieht, ob man sich mal einen Arm nehmen kann oder nur am PC. Deswegen mache ich diese Interviews auch am liebsten persönlich als online. Das geht ja heute alles auch. Aber es viel ist schöner, ja. Kann man sich in die Augen gucken. Dann ist eine ganz andere Energie auch so. Und das war ein tolles Erlebnis. Da werden wir jetzt mehr machen. Da kann man einfach bei Heiko zum Beispiel auf der Website heikoschrank.de gucken. Da findet man die Sachen. Und Coaching bei mir, bewusstseins-rock.com ist meine Website. Und da findet man so ein Bewerbungsformular. Da kann man so ein bisschen eintragen, was hat man aktuell so für Baustellen für sich selber und Co., dass ich so einen ersten Eindruck habe. Und dann, wenn ich sage, es resoniert, dann melde ich mich, wenn ich sage, vielleicht könnten wir zusammenarbeiten an der Stelle. Weil ich nehme nicht jeden an oder so. Für mich ist es jetzt kein finanzieller Hauptgedanke dahinter, sondern ich möchte wirklich den Menschen, wo ich sage, ich kann helfen, den möchte ich auch helfen. Aber es ist auch, kann ich gleich sagen, kein Kindergarten. Da geht man sehr oft aus der Komfortzone raus. Also das ist jetzt nicht irgendwie was man einfach mal so machen kann, sondern man soll schon bereit sein. Das ganze Leben ist nicht mal eben so. Ne? Aber wie gesagt, wer da anfängt, sich da bewusst drüber zu werden, über all diese Fragen, kann eben mit dem Buch auch vielleicht anfangen und dann überlegen, ob er bei dir mal anfragt. Also ich finde es sehr spannend, was du so gesagt hast. Vielleicht noch ein Schlusswort für die Zuschauer auf dem Weg in die Zukunft. Mhm. Ja, vielleicht für viele ist diese Zeit sehr dunkel, würde ich sagen. Sie nehmen es sehr destruktiv wahr, sage ich mal. Viele benutzen das Wort satanisch. Ja. Und da möchte ich immer wieder darauf hinweisen, da geht es auch im Buch drum, denn dann sind die okkulten Lehren letztendlich, die dahinter stecken, auch in Freimaurerei und allen großen Systemen. Was ist denn das Dunkel überhaupt? Was ist denn das Satanische? Was ist denn Luzifer? Ne, Luzifer zum Beispiel ist der Lichtbringer. So, und so dunkler die Zeit empfunden wird, umso mehr bringt sie das Licht zum Vorschein. Ganz einfaches Beispiel, ich nehme einen Raum, umso dunkler der ist, umso heller scheint die kleinste Kerze. Ja. So, und wenn ihr das als sehr dunkel zu Hause aktuell empfindet, wenn ihr euer Leben momentan als dunkel empfindet, dann ist das an sich ein gutes Zeichen, weil es weist darauf hin, dass das Licht in euch umso mehr zum Vorschein kommen wird demnächst. Und deshalb aus meiner Sicht eine sehr positive Zeit, auch wenn sie anstrengend ist,
denn sie bringt das Innerste von uns heraus und lässt den ganzen Ballast beiseite. Wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir, Friedrich Krüger. Danke dir, Joe.